Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander. Ja, werfen wir mal zuerst einen Blick aufs Scoreboard und wir sind ein Hoch aufgestiegen. Sehr schön. Ich hoffe, das bleibt erstmal so. Wir sprechen mal mit Shotglass. Hey Olli. Brimstone 2, da geht's bald los. Okay. Alles klar, also scheinbar laufen die Vorbereitungen auf diesen Großangriff auf den Planeten Brimstone 2 auf die Basis der Katzen. Und ich denke, da sind wir auch dann mit dabei. Er hat mir jetzt einen Tipp gegeben, halt, wenn die großen Dinger kommen und unsere Raketen alle sind, dann können wir auch gleich abhauen. Die schießen wir so nicht runter. Okay, und die großen immer schön von hinten angreifen. Das werden wir dann wohl mal tun. So, trophäenmäßig haben wir nichts erreicht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch zur Mission. Brimstone-System, alles klar. Okay. Okay, also wir sollen Dicken runterholen bei Nav.1 und ja, wir fliegen mit Maniac und wir haben uns ja gerade gemerkt, von hinten immer schön in die Triebwerke rein und da sind auch noch ein paar Fighter-Eskorten dabei, die werden uns wahrscheinlich auch das Leben gleich noch richtig schön schwer machen. Also schauen wir mal, wie wir es gebacken kriegen. Ich hoffe, das geht einigermaßen über die Bühne. Jo, dann kann's schon losgehen. Okay. Destination Nav.1. Los geht's. Okay, dann. Er ist schon ausgeschwärmt, alles klar. Gut. Hoppala. Auf geht's. Ah, sie hat. Wir schießen auf Maniac. Das finde ich gut. Dann kann ich nämlich. Ja, dann fliege ich mir nicht durch den Schuss, du Idiot. Ach so. Schon.
Wenn die Waffenenergie alles ist, die Schussfrequenz so was von blöde. Ja. Der haut ab, oder? Nee, kommt auf uns zu. Nein, Maniac hat's erwischt. Das gibt's ja gar nicht. Sollen wir dann nochmal neu laden? Vielleicht ist er auch nur rausgesprungen. Ansonsten. Ah, pfeif drauf. Huch! Ist das denn irgendwie ein Ass von dem oder sowas? Ich finde jetzt unbedingt so viel hat er jetzt nicht drauf. Haut er ab. Also er scheint abzuhauen. Ja. Der ist weg. Ja. Toll, sollen wir jetzt den Bello alleine runterholen? Da freue ich mich ja drauf. Ah, eine Kacke, ey. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen leiser, weil das ist schon. Ist schon echt übel jetzt. Ah, scheiße, ich dachte, der fliegt rein. Fans. Ja, wir kriegen jetzt schon. Keine Bange. Quatsch. Ist er. Also vorne sind die. Das verstehe ich nicht. Die sind echt schlecht gepanzert vorne. Quatsch. Gibt's ja gar nicht.
der Kumpel, der meint es auf jeden Fall ernst. Kümmern wir uns um den Dicken. Gucken wir mal. Der Monkey, der wird dir... Jawohl, wir sind hinter ihm. Ungelenkte. Von wegen, wir würden nur den Lack ankratzen, hallo? Zielsuchend. Ich dachte, wir brauchen hier Gott weiß was für eine Raketenpower, um den... Nein, Needlock. Zu spät gedrückt. Ich dachte, wir brauchen hier was weiß ich für eine Raketenpower, um den runterzuholen, ne? Der war ja gar nichts. Oh Mann, ey. Drück ich immer zu spät? Na komm. Alter, wann... Raus, jawohl. Noch eine raus. Mal, wenn die trifft, sitzt sie. Ich weiß nicht, ob die gesessen hat. Aber der macht mir echt hier das Leben schwer, der eine. Und der hat schon wieder alle Schilde. Das ist irgendwie ein Ass. Also die anderen, die sind doch auseinandergefallen wie nix. Zack. Der ist weg. Schade. Fliegen wir den Nachtpunkt noch an. Ja, leider alleine zurück zu Tiger's Claw. Das ist ein bisschen beschissen. Ich hoffe, der hat den Schleudersitz gezogen, der Kumpel, und ist nicht drauf. Ist das ein Böser? Oh, das ist ein Böser. Komm, ich hol's jetzt voll drauf. Ja, komm. Lenz. Okay, jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir den Landeanflug aber mal hinkriegen. Ja, da sind wir wieder im Hangar. Nur leider mit einer etwas traurigen Nachricht. Ich hoffe, Maniac hat einen Schleudersitz gezogen und ist nicht in die Luft geflogen. Ist eigentlich schade. Ich mag den eigentlich sehr gerne. Deswegen müssen wir mal gucken. Ja. Ja, und natürlich zum Ende der Folge muss ich nochmal einen Hinweis geben. Ich habe diese Mission mit Hilfsmitteln gespielt, also quasi unverwundbar, weil die... Also ich habe mir hier tagelang die Zähne dran ausgebissen und ich hatte jetzt keine Lust, da hier ein LP abzubrechen, deswegen, aber ich habe das ja schon mal angekündigt, dass ich das bei Wing Commander im Ausnahmefall machen werde und diese Folge ist auf jeden Fall mit Hilfsmitteln erspielt.
Ja, natürlich werden wir jetzt mit Lob überhäuft. Keinen Abschuss für Maniac, beziehungsweise nur einen, beziehungsweise sich selber. Und scheinbar haben wir auch noch hier eine Beförderung abgestaubt. Tja, da ist leider der Maniac verstorben. Das tut mir sehr leid. Aber er ist natürlich auf stürmisch dran gegangen. Ne? Ja. Ja, das war leider der traurige Abgang von Maniac, aber wir werden ihn in den anderen Teilen wieder treffen. Den guten Mann. Weiter. Ja. Oh, da müssen wir noch ins Office. Oh, wir werden befördert. Wir werden befördert. Hihi. Sehr gut. Captain sind wir jetzt. Captain Wutbürger. Ups, jetzt habe ich aus Versehen ein zu viel weggedrückt. Captain Wutbürger. Oh, inzwischen? Ah, da läuft die Bodenaktion. Dann sind unsere Fußtruppen am Werk. Jawohl. Durch unsere Arbeit konnten wir auf jeden Fall den Kilrasi einen schweren Schlag zufügen. Ja, hier ist ein leerer Stuhl. Ich denke, da hätte jetzt Maniac gesessen. Gut, aber ich beende diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Wing Commander. Tschüss!